Leute, ich weiß, dass heute Samstag ist und dass für viele das Wochenende auch einfach mal die Zeit ist, um zu chillen. Und das werde ich, auch vor allem bei dem guten Wetter, gleich machen. Aber ich habe euch für heute trotzdem einige spannende und super interessante News mitgebracht. Wir haben einmal ein Update zu der Timeline bezüglich des Ethereum Merges. Wir haben was in Bezug auf das XRP Trading Volumen, was sehr interessant ist. Und das, worüber alle aktuell reden und spekulieren. Ist Coinbase das nächste große Kryptounternehmen, welches insolvent gehen wird? Und wird das für den finalen großen Krypto-Crash sorgen? Wie gesagt, heute wirklich nochmal echt interessant und spannend. Wie immer gerne auch noch mit dem obersten Link in meiner Beschreibung bei der Krypto-Exchange Bitwarbo anmelden und von einer billigen, intuitiven und vor allem super sicheren Kryptobörse profitieren. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Wie immer erstmal ganz kurz auf dem Bitcoin-Chart. Der BTC-Kurs hält sich wieder über der 20.000-Dollar-Marke, was schön zu sehen ist, aber im Prinzip geht unsere längere Seitwärtsbewegung einfach weiter. Was auch interessant ist und eventuell auch der Grund ist, wieso es preistechnisch aktuell sehr ruhig geworden ist, wenn man sich mal die On-Chain-Daten in Bezug auf die Kaufaktivität der Bitcoin-Wale anschaut, dann sieht man, dass diese mittlerweile und eigentlich schon seit Anfang Juni fast bei Null sind. Wir hatten lediglich Mitte Juni einmal einen Spike, als wir innerhalb des größeren Rückgangs zum ersten Mal aus der 30.000-Dollar in die 20.000-Dollar-Zone gefallen sind, aber im Großen und Ganzen befinden sich die Bitcoin-Wale derzeit im Winterschlaf. Und dann, ich weiß, dass viele bei diesem Thema gar keine Lust mehr haben, aber es gibt mal wieder ein Datum für den Ethereum-Merge. Diesmal ist es aber nicht nur ein Datum, sondern ein ganzer Zeitplan. Natürlich kann sich hier auch noch etwas ändern und ich gehe sogar davon aus, aber hier mal so die restlichen Schritte bis zum Ethereum-Merge. Und ich möchte auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber im Prinzip gibt es noch zwei Haupt-Test-Merges und einige Vorbereitungen dafür. Das ist einmal der Go-Early-Merge, der am 11. August stattfinden soll und dann noch Bellatrix Anfang September. Und wenn das alles so nach Plan läuft, dann soll der Ethereum Merge am 19. September über die Bühne gehen. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass nach dem Merge noch wirklich eine Menge Nacharbeit geleistet werden muss, beziehungsweise es noch einige weitere Veränderungen geben muss, bis Ethereum wirklich mal richtig schnell, billig und skalierbar sein kann. Des Weiteren hat Wladimir Putin gestern ein Gesetz unterzeichnet, das die Verwendung von Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten als Zahlungsmittel für Waren und Dienstleistungen in Russland verbietet. Es wird erwartet, dass dieses Gesetz umgesetzt wird, indem Kryptobörsen und Unternehmen für die jeweiligen Verstöße haftbar gemacht werden. Das ist nach einigem Hin und Her jetzt mal wirklich eine drastische Maßnahme gegen Krypto aus dem Hause Russland. Dennoch erwägt die russische Zentralbank immer noch, die Verwendung von Kryptowährungen für internationale Zahlungen zu akzeptieren. Russland verbietet der Bevölkerung also mit Kryptos zu handeln, lässt sich selbst aber den Freiraum, internationale Kryptozahlungen zu tätigen. Dann, bevor wir endlich auf die ganze Coinbase-Geschichte zu sprechen kommen, müssen wir aber ganz kurz davor noch auf das Trading-Volumen von XRP schauen. Denn dieses ist derzeit echt ungewöhnlich hoch. Auf CoinMarketCap wurde heute ein 24-Stunden-Volumen von über 25 Milliarden US-Dollar angezeigt und auf anderen Plattformen war diese Zahl sogar noch deutlich höher. Das Analyseunternehmen Sentiment schrieb heute, das XRP-Network erlebte zum Ende der Woche eine große Anomalie mit einem schnellen Anstieg des XRP-Handelsvolumens auf 18,7 Milliarden US-Dollar in der letzten Stunde des Freitags. Es könnte sich lohnen, dies im Hinblick auf einige ungewöhnliche Kursbewegungen am bevorstehenden Wochenende zu beobachten. Der Twitter-Account Whale Alerts mit über 2 Millionen Followern hat heute auch drei spezifische große XRP-Transaktionen aufgeschlüsselt und diese sahen wie folgt aus. Erstmal 40 Millionen XRP im Wert von über 13 Millionen US-Dollar von einer unbekannten Wallet auf die Exchange Bitso. Dann 50 Millionen XRP im Wert von über 16 Millionen US-Dollar von einer unbekannten Wallet auf die Exchange Bitstamp und dann fast 45 Millionen XRP im Wert von knapp 15 Millionen US-Dollar von Bitstamp wieder an eine unbekannte Wallet. Das sind zwar große Transaktionen, aber da kommt man niemals auf die über 20 Milliarden US-Dollar, die anscheinend heute in Form von XRP Hände gewechselt haben. Von daher passiert entweder etwas extrem Großes hinter den Kulissen oder irgendwo gibt es einen Anzeige- bzw. Datenfehler. So denke ich auf jeden Fall mal, dass es nicht verkehrt wäre, den XRP-Preis in der nächsten Zeit im Auge zu behalten. Und jetzt, was passiert aktuell eigentlich mit Coinbase, dass alle von der nächsten großen Insolvenz sprechen? Und zwar hat Coinbase jetzt in Anführungsstrichen aufgrund von Kryptomarktbedingungen ihr gesamtes US-Affiliate-Marketing-Programm vorübergehend mit Wirkung zum 19. Juli 2022 eingestellt. Und ich lese euch einfach mal ein paar der Reaktionen auf Twitter vor. Ben Armstrong von Bitboy Crypto schrieb, Coinbase hat sein Affiliate-Programm eingestellt und Coinbase Pro abgeschafft. Die jüngste Geschichte deutet darauf hin, dass Coinbase Schwierigkeiten bevorstehen könnten, also bleibt vorsichtig. Wenn Coinbase insolvent gehen würde, würde das den Kryptoraum zerstören, wie wir es zuvor noch nie gesehen haben. Noah Kaufmann schreibt,
Nach dem, was mit Voyager und Celsius passiert ist, würde ich alle meine Coins von Coinbase und dem ganzen Rest entfernen. Und zu guter Letzt schrieb Nate O'Brien, Coinbase hat gerade sein gesamtes Partnerprogramm eingestellt. Dies ist eine massive Red Flag. Ich befürchte, dass sich eine Liquiditätskrise abzeichnet. Und Freunde, es ist nicht schwer, bei so etwas in Panik zu geraten. Aber was ich immer gerne mache, ist, obwohl große Twitter-Accounts und Newsseiten davon berichten, zu schauen, woher die Infos eigentlich kommen, also was die tatsächliche Quelle ist. Und wie sich herausstellt, kommt diese Ankündigung nicht von Coinbase selbst, sondern aus einem Bericht von Business Insider. Und in dem Bericht werden einfach drei E-Mails zitiert, die angeblich von Coinbase kommen und in denen Content Creator informiert werden, dass sie das Affiliate-Programm in den Vereinigten Staaten eben schließen werden. Jetzt, jeder kann das sehen, wie er will, und es mag ja auch wahr sein, aber eine wirklich verifizierte News ist das, wie ich finde, nicht. Die Angst, dass aber eine der großen Krypto-Exchanges wie zum Beispiel eben Coinbase als nächstes insolvent geht, ist jedoch möglicherweise sogar berechtigt. Auch wenn diese Unternehmen meistens die finanziell stärksten sind, ist auch hier eine Insolvenz nicht auszuschließen. Da würde ich aber sagen, dass dieser Kryptowinter dafür noch deutlich länger gehen müsste. Der ehemalige Shark Tank-Investor Kevin O'Leary sieht aber zum Beispiel genau solch eine große Insolvenz kommen, weshalb ich euch zum Ende dieses Videos gerne noch einen Clip aus einem Interview von ihm einblenden möchte und natürlich diesmal auch wieder mit Untertitel. We haven't seen that yet in crypto land. There's no big guy has gone to zero yet, and I think that's still to come. Hard to say who it is because it's going to be because of leverage and some kind of relationship in a counterparty holding that they have not disclosed. And I'm just speculating right now, but that would be very healthy for the market to have that happen. Voyager's too small, it doesn't matter. The rest of these guys were kind of irrelevant in terms of total market cap. Bitcoin and the crypto market itself has almost been cut in half in total market cap. And so you would think we're on our way to the bottom, but I like a big panic event. That's always been a great way to bottom. It's towel throwing, it's capitulation, it's massive volume, it's total panic in the streets, and always a great buying opportunity. I have no idea who's next. Could be tomorrow morning, could be a month from now, but it's coming to a theater near you. And it will definitely be a very good thing for this industry. It'll be a great thing because it'll take out all of the bad, broken business models, the heavy leverage, the speculation that was too risky. Also Voyager, Celsius und all diese anderen Lending-Plattformen, die insolvent gegangen sind, waren Kevin O'Leary in Bezug auf die Market Cap einfach viel zu klein und er glaubt, dass einer der großen Player in diesem Bärenmarkt auch noch auf Null fallen wird und dass das dann die finale Kapitulation ist und ihm zufolge dann aber auch einer der besten Einstiegspunkte. So, für heute war's das aber, wir sehen uns am Montag wieder.